Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Pokémon Schwert. Und wir wollen heute wieder abstarten, durchdrehen. Denn wir wollen im Vorturnier, wollen wir hier reingehen und mal gucken, was mich erwartet. Und natürlich, falls es euch heute wieder gefällt, natürlich gerne wieder kommentieren, gerne wieder ein Like da lassen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wir gehen einfach mal durch. Keine Zeit verlieren, denn wir wollen die ersten Kämpfe sehen. Mal gucken. Gegen wen wir antreten müssen. Ich habe es ja geschafft, mich immer noch nicht spoilern zu lassen. Deswegen weiß ich nicht, was mich erwartet. Wir laufen erstmal fleißig ins Stadion rein. Oh, wir dürfen direkt im ersten Kampf gegen Mary antreten. Und ich muss sagen, sie sieht total komplett anders aus, Mary. Mir war schon immer klar, dass du es schaffen würdest, alle Orden zu sammeln. Ich wusste, dass du das Vorturnier erreichen würdest. Es gibt viel, wofür ich hier kämpfe, weißt du? Für meinen Bruder zum Beispiel. Aber ich kämpfe auch für meine Heimatstadt Spikeford, um mir auf die Sprünge zu helfen. Aber ganz ehrlich, letztendlich will ich mir den Titel unbedingt für mich selbst erkämpfen. Also nimm's mir nicht übel, wenn ich dein Team gleich hart, aber herzlich nach Hause schicke. Okay, Mary. Ich setze hier nicht so ein spezielles Stadion, einfach ein grüner Rasen wie im Fußballstadion. Ah, passt schon. Los, Mary. Mal gucken, ob du mein Pokémon gewachsen bist. Cleopatra, okay, das ist ja schon mal ein interessantes Pokémon. Was aber keine Chance hat, weil es vom Typ Unlicht ist. Und wir werden natürlich jetzt mit unserem Kampfattacken mit Doppelkick Schaden machen. Leider habe ich keine bessere Kampfattacke. Wir wissen, Doppelkick ist eine sehr, in dem Sinne, schwache Attacke, aber trifft halt zweimal. Das heißt, im Normalfall reicht es bei Cleopatra. Okay. Das ist sehr effektiv. Zweimal getroffen. Gut, dann gucken wir mal. Ja, mein Team ist meiner Ansicht nach nicht so stark, dachte ich. Aber anscheinend haben wir Glück und wir kämpfen weiter gegen Iroquois. Dass die nicht so stark sind. Aber war das immer so, dass die dieses Level hatten in der Liga? Die Top 4 Mitglieder und Co. Der Champ, ich meine nämlich, die hätten, in anderen Spielen wären die höher und härter und schwieriger gewesen. Oder man konnte einfach früher noch nicht so gut seine Pokémon trainieren wie heute, weil, ja, hier seht ihr schon hier, das gute Pokémon, Iroquex, hat hier schon ordentlich, nein, nicht Doppelkick, ich hab mich verklickt, ich wollte eigentlich Nitro-Ladung machen, oh Mann, das ist natürlich sehr schlecht, weil es ist ein Kampf-Pokémon, ist zwar vom Typ Unlicht, aber trotzdem ein Kampf-Pokémon. Das war sogar sehr effektiv, aber ich will mal Nitro-Ladung machen, ich will meine Geschwindigkeit wieder haben, falls ich nicht auswechseln möchte, gegen die gute, Mary. Genau. Da müssen wir auf jeden Fall wechseln, und bei dem Pokémon bin ich mir nie sicher, was es für ein Typ hat. Weil ich denke immer, das ist, Kampf, also Gift Unlicht, aber es ist, glaube ich, Gift Kampf oder so. Und deswegen hoffe ich, dass wir mit Psychokinese von Fleckmon gut regeln können. Und ja, ich habe Fleckmon noch im Team. Ich finde es geil. Ich bin echt gespannt, wie die Entwicklungen aussehen. Und ich werde auch versuchen, beide zu bekommen. Ich habe ja noch einige Fleckmons rumliegen. Das heißt, ich werde beide Entwicklungen entweder im Livestream, wenn wir dann die legendären Pokémon raiden, euch zeigen, oder in der Folge, wo ich das Item bekomme, direkt entwickeln. Shit, Tiefschlag haut natürlich ordentlich rein, ist sehr effektiv, ist ja klar. Aber ich hoffe, Fleckmon macht genug Schaden gegen das Pokémon hier. Jo, besiegt, sehr gut, Fleckmon. Gefällt mir so. So, dann gibt es hier ein Level Up und dann Mopeko. Da können wir wechseln. Ich habe jetzt auch gelernt, dass das nicht nur Elektro ist, es ist auch Elektronenlicht. Genau. Es ist ihr Signature-Pokémon, aber ich glaube, sie hat danach noch ein Pokémon. Das ist nicht ihr stärkstes Pokémon. Weil irgendwann wird sie ja Dynamaxen, aber Mopeko sehr wahrscheinlich nicht. Und dann schauen wir mal. Und meint ihr, dieses Video müsste, wenn alles planmäßig vonstatten geht, Dienstag online gehen? Meint ihr, ich ziehe aus meinem Schwert- und Schildbooster noch ein Mopeko V und V-Max? Weil ich habe ja noch einiges, was ich öffnen möchte an Produkten. Gut. Erstmal kriegen alle schön den Boost. Und dann Olanga.
Es müsste Feonlicht sein, richtig? Das heißt, wir wechseln mal das Pokémon, das wird sie Dynamixen. Ich bin ja so, ich werde mit Griffix angreifen, aber ich werde nicht ja, in der ersten Runde direkt mich groß machen, sondern später. Und ja, Mary steht in die Enge gedrängt und hat Probleme. Ich weiß halt nur nicht, ob sie dann die, weil ich meine, da gibt es auch eine Giga Dynamax Form von, dass die hat, ich weiß es halt nicht. Wir werden es ja sehen. Ich kann die nämlich nie unterscheiden bei manchen Pokémon. Das war ja auch am Samstag im Stream so, dass ich gedacht habe, wir kämpfen hier gegen Giga Dynamax Maschemaya und es war nur die normale Form. Aber ich habe es halt in der Silhouette nicht erkannt. Ich dachte, das wäre die Form gewesen. Die fehlt mir nämlich noch. Ich glaube, Olanga fehlt mir auch noch. Und einige. Und es gibt ja wieder einige neue dann, die mir auch noch fehlen werden. Ich hoffe natürlich, dass wir dann bis zum 6. ordentlich es hinkriegen, die entsprechenden Formen noch zu bekommen, die mir fehlen. Vielleicht durch eure Unterstützung, vielleicht habt ihr Bock. Genau. Und jetzt schauen wir mal. Ich glaube, ich sollte mich groß machen, weil dann kriege ich ein bisschen Leben wieder. Und normalerweise sollten wir das dann hinkriegen. Ich könnte auch Gift-Heap machen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache Gift-Heap. Okay, war die richtige Entscheidung. Er ist down. Mary war eine einfache Kiste. Ich guck mal, wie lange die Kämpfe dauern. Weil ich hatte eigentlich geplant, immer 2 Kämpfe pro Folge und halt, wenn es geht, den Champ-Kampf in einer Folge zu machen. Wie gesagt, ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich weiß es nicht, wie es vonstatten geht. Auf jeden Fall Mary besiegt. Deswegen. Gucken wir mal, es ist ja irgendwie nur das Vorturnier. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir das Vorturnier gewinnen, dann direkt gegen Deleon kämpfen können. Ich vermute mal. Und jetzt schüttelt ihr euch wieder stundenlang die Hände, oder was will die Mary mir sagen? Alle Blicke hier im Stadion waren auf uns gerichtet, während wir gekämpft haben. Zu hören, wie das Publikum meinem Team und mir zujubelt, war einfach das Größte. Ich habe verloren, daran lässt sich nichts ändern. Aber wenigstens habe ich den Zuschauern eine Show geliefert, die sich so schnell nicht vergessen werde. Das ist auch schon mal was wert. Und jetzt werde ich selbst zum Zuschauer. Den Rest der Veranstaltung schaue ich mir zusammen mit meinem Bruder an. Ich bin schon total gespannt, wer am Ende gegen den Champ kämpfen wird. Ob ich dich anfeuern werde oder jemand anders, weiß ich selbst noch nicht. So, Zeit das Feld zu räumen. Bis dann. Gut. Der Kampf war ja nicht so schwer. Ich hatte größere Sorgen. Hey Niklas! Wir sehen uns auf jeden Fall im letzten Kampf des Vorturniers. Bei deinem Match eben wurde mir klar, dass ich einfach gewinnen muss. Meine Pokémon stehen auch total unter Strom, seit sie deinen Sieg gesehen haben. Okay, das heißt, Hopp will gegen mich kämpfen, okay. Und jetzt. Entschuldige die Störung. Ich weiß, dass du gerade erst von deinem Kampf zurück bist, aber das Match von Hopp endete schneller als erwartet. Er hat einen überwältigenden Sieg errungen. Bitte gib dich zurück auf den Kampfplatz, sobald du bereit bist. Gut, ich guck mal schnell, ob mein Team geheilt ist. Ich hoffe mal schon. Und dann zeigen wir mal Hopp, wo es lang geht. Ja, ich hatte den in der ersten Folge auch so den Hope genannt, aber der heißt ja Hopp. Was sagen die uns denn hier? Gleich ist es soweit, das Finale unseres Vorturniers steht kurz bevor. In diesem Kampf stehen die Challenger Niklas und Hopp gegenüber. Die beide haben eine Empfehlung von unserem Champ höchstpersönlich erhalten. Ich bin ein Kameramann von Marco TV. Du weißt schon, dass ich gerade am Filmen bin. Ja. Entschuldige, aber hier haben nur Befugte Zutritt. Was ist denn da drin? Was versteckt ihr da Geheimnis? Lasst mich rein. So, und jetzt ab die Post. Nächster Kampf. Es geht ja schneller als gedacht. Wie gesagt, ja. Plan war es eigentlich 2 Kämpfe in einer Folge, weil wegen Top 4. Ich denke mal, es wird ähnlich aufgebaut sein. Ich kann es aber nicht sagen. Und dann den Champ in einer Folge. Aber wir schauen mal, was hier passiert. So. Das ist mein Rivale. Ich musste gerade an den Beginn unserer Reise in Fulham zurückdenken. Oh Mann, kann ich mal sprechen heute. Delian hat uns beide gerade ein Pokémon geschenkt. Damals habe ich mir geschworen, dass wir uns hier gegenüberstehen würden. Diesen Schwur habe ich hiermit eingelöst und jetzt schnappe ich mir den Sieg. So, nur als kleiner
Anmerkung, was mir aufgefallen ist, weil das ja sehr detailreu gezeichnet ist oder gemacht ist. Er hat extra einen Handschuh für seine Wurfhand, damit er die Bälle wohl anscheinend besser werfen kann. So, er klopft sich nochmal frisch auf den Kopf und will zeigen, dass er der Beste ist. Und da wirft er schon seinen Swallock in den Kampf. Also, das ist kein Problem. Wir haben ja zum Glück ein Pokémon mit einer Kampfattacke, meinen Starter. Und wir sind auch gegen ihn im Vorteil, weil er den Pflanzenstarter hat. Also von daher gucken wir mal, was hier so abgeht, ob wir Swallock besiegen können. Wir sind ja eigentlich deutlich drüber. 12 Level. Also normal, im Normalfall müssten wir es besiegen. Wie gesagt, nur die Kampfattacke ist halt nicht die stärkste. Und dann kommt jetzt es zu meinem Satz. Er sagt, ja, er wusste, dass ich auf effektive Treffer gehe. Body Slam, okay. Lieber Low. Ja, das kriegst du down, das kriegst du down, das ist okay. Ah, Top-Genesung. Ist es dein Ernst, Rivale? Ist es dein Ernst, Hopp? Ist es dein Ernst? Wieso bei dem Pokémon? Wieso? Wieso zum Teufel tut man sowas? Wieso? Verstehe ich nicht. Und dann haben wir es geschafft. Wir haben es dann mal erledigt. So, und was kommt als nächstes? Ich kenne seine Teams nicht. Er hat ja mal sein Team gewechselt, weil er irgendwas ausprobieren wollte. Aber gegen Relaxo bleiben wir auch drin. Da können wir auch versuchen, mit Doppelkick viel Schaden anzurichten. Ich denke mal, ich gehe mal davon aus, dass Relaxo jetzt nicht so viel Schaden gegen mich drücken wird. Und wir brauchen auch wieder zwei Runden, um Relaxo zu besiegen. Außer er macht auch wieder irgendwas wie Shit. Pferdestärke, ja. Sowas wie Top-Genesung. Ja, er hat einiges mit den Kämpfen von Deleon gelernt. Aber ja, das ist halt ein guter Konter, dass er zur Pferdestärke kann. Wobei ich das nicht verstehe, der hat nämlich eigentlich gar keine Ähnlichkeit mit dem Pferd. Aber kein Pferdestärke. Alles klar, ne? So, dann. Also mit meinem Feuerstarter regel ich eigentlich alles durch irgendwie, ne? Ritzigel. Müsste Elektro sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Den finde ich auch cool, aber ich weiß nicht, wo es den gibt und ob der eine Weiterentwicklung hat oder so. Weil ich habe mich auch nicht näher mit diesem Pokémon beschäftigt, aber ja. Normalerweise müsste eigentlich die Attacke den eigentlich komplett schrotten. Ist halt das Gufe der Gala-Region, sage ich mal so. Und erinnert mich auch so ein bisschen an Corazon, aber ja. Und das nächste Pokémon, was gegen mich Feuerschwäche hat, ja. Es ist halt, wenn man den Feuerstarter hat, ist man gegen Stahlflug-Pokémon auch natürlich im Vorteil. Ich hoffe natürlich, dass die Kämpfe gegen Deleon, der Champ-Kampf, ein bisschen spannender wird, weil die Kämpfe waren ja jetzt nicht wirklich spannend und ich habe ja nicht mal meine Gigaform gebraucht. Wobei ich werde dann wohl gegen Deleon sehr wahrscheinlich gegen sein Glurak auch mein Wurgel groß machen. Ich weiß es nicht, welches. Also wir haben ja eigentlich zwei Wasser-Pokémon im Team, die gut Schaden austeilen. Ich hoffe, Urgel ist schneller, dass wir dann mit Taucher schön was machen können. Also, ich stelle es mir vor, man weiß ja, man weiß, dass er einen Glurak hat. Der wird auch einen Glurak einsetzen. Das ist halt klar, auch wenn er sich nicht spoilern gelassen hat. Aber ja, den Rest des Teams, keine Ahnung, was mich da erwartet. Ja, war klar. Er wird jetzt auf jeden Fall sein Starter, das müsste auch sein letztes Pokémon sein, ja, groß machen. Dynamaxen. Genau, Dynamaxen. Und ja, ich freue mich schon. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe in dieser heutigen Folge. Ich habe es auf jeden Fall im Livestream erwähnt. Auf die drei Starter-Pokémon mit ihren Giga-Dynamax-Formen. Die auch noch kommen. Ich finde es halt nur schade, dass sie nicht schon von Anfang an drin waren. Es wäre ein bisschen cooler gewesen. Aber ja, wir haben es geschafft. Wir haben Hopp besiegt. Und dann würde ich mal sagen, ja, guter Kampf, gut gekämpft, ne? Reflex. Alle noch schön. Goldra entwickelt sich hoffentlich bald. Ein Level noch. Dann gibt es die Entwicklung und dann auf Level 60. Tut mir leid, sorry. Ärger dich nicht so sehr, aber wir haben gewonnen. Vielen Dank, Niklas. Es war schön, dich an meiner Seite zu haben. Bitte, bitte. Oh, der ist geizig. Mary hat mir mehr Geld gegeben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Damit ist das Vorturnier beendet. Alle Trainer, die die Arena-Challenge bestanden hatten, haben gegeneinander um den Sieg gekämpft. Aber nur der Allerbeste unter ihnen darf in das Finalturnier einziehen. Und dieser Trainer ist Niklas. Finalturnier, okay? Ich weiß, Sania meinte, wir hätten das Potenzial, so zu werden wie die Helden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich nie als Held gesehen. Du hingegen, ist dir eigentlich klar, dass du die Chance hast, etwas ganz
ganz Großes zu leisten. Niklas, mein Glückwunsch an dich, Libalo und dein ganzes Team. Ja. Das sieht doch schon mal schön aus. Und dann kommen wir wieder umgezogen aus dem Aufzug. Und dann schauen wir, was unsere macht. Deon feiert mich jetzt auf jeden Fall ab. Der geht da voll gut ab jetzt. Und die Fans. Niklas, was für ein bewegender Kampf. Mir sind glatt die Tränen gekommen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie mir geschieht. Seht euch nur an. Ihr seid aus demselben Dorf aufgebrochen. Habt fantastische Teams zusammengestellt. Und mit allem gekämpft, was in euch steckt. Euer Siegeswille war in jeder Attacke zu spüren. Dieser Kampf hat einfach alles verkörpert, was für mich einen wahren Pokémon-Kampf ausmacht. Dieser Trainer, der damals gezögert hat, euch eine Empfehlung für die Arena-Challenge zu schreiben, muss sich ja jetzt dämlich fühlen. Allerdings, vor allem wenn man bedenkt, dass du dieser Trainer warst, Bruderherz. Du sagst es, Hopp. Wer weiß, wer mein Gegner im Champ-Match sein wird. Aber meine Pokémon und ich werden ihm oder ihr mit allem, was wir haben, die Stirn bieten. Ich sag es ganz offen heraus. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du mein Gegner sein wirst, Niklas. Ich bin mal gespannt, gegen wen wir kämpfen. Genau, Niklas, jetzt geht's richtig los. Aber ich bin total alle. Ich gehe erstmal etwas im Hotel entspannen. Davor solltest du aber noch Energie tanken. Hopp, komm, lass uns alle etwas essen gehen. Können wir gerne machen, aber wehe, du wählst wieder irgendeinen x-beliebigen Schuppen. Ich will was Ordentliches zu essen. Gut, dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, was uns erwartet, gegen wen wir kämpfen müssen. Und jetzt gehen wir erstmal ins Hotel, da passiert sehr wahrscheinlich schon was. Weil, keine Ahnung, wer soll noch vor Deleon kommen? Ich dachte eigentlich, wir kämpfen jetzt gegen Deleon, aber anscheinend geht es noch weiter. Und wir müssen noch andere Gegner in den nächsten Folgen bekämpfen. Niklas, Challenger Niklas, einen Augenblick bitte. Ich muss irgendwie ein paar Fragen stellen. In Ordnung, großartig. Wie jeder weiß, hat Deleon, der Champ der Gala-Region, dir und Hopp eine Empfehlung für die Arena-Challenge geschrieben. Wie fühlst du dich jetzt nach deinem Sieg über Hopp, den man gut und gerne als seinen Rivalen bezeichnen kann? Ich freue mich riesig darüber. Ich kann es noch nicht ganz glauben. Das war nichts als Glück. Ich kann es noch nicht ganz glauben. Wir reden erstmal oder antworten erstmal ganz sachte. Verstehe. Und hast du etwas, was du Hopp gerne sagen möchtest? Ich will mich bei ihm bedanken. Er war ein starker Gegner. Er wird immer mein Rival sein. Ich will mich bei ihm bedanken. Also wir machen das so, dass der Charakter nicht ausflippt. Ah, verstehe. Du siehst ihn also auch als deinen Rivalen. Ganz unter uns. Denkst du, du hast eine Chance, den Titel zu gewinnen? Das fragen sie noch. Schwer zu sagen. Eher nicht. Schwer zu sagen. Jetzt reicht's aber langsam. Was sollen diese ganzen unverschämten Fragen? Nick, das ist total groggy. Wer sagt heutzutage noch groggy? Außerdem sind wir mit meinem Bruder Deleon verabredet, also lassen Sie uns bitte in Ruhe. Aber natürlich, kein Problem. Guck mal, der meckert die voll an und die so entspannt. Ja, kein Thema. Wir hoffen schwer, dass die Pokémon-Liga bald einen neuen Star bekommt. Viel Erfolg noch. Und ja, das Let's Play ist aber noch nicht vorbei, wenn wir die Champion sind, denn wir werden noch die Arthur-Story machen. Wir werden nochmal gegen die ganzen Arena-Leiter kämpfen. Und so, also könnt ihr noch ein bisschen was gespannt sein. Puh, als Promi hat man es echt nicht leicht. Was? Was für Promis? Wo bleibt mein Bruder eigentlich? Ich habe einen Mordshunger. Er läuft da auf und ab wie so ein Tiger im Käfig. Einige Stunden später. Wo steckt Deleon bloß? So spät ist er sonst nie. Er hat mich noch nie hängen lassen und hält sich immer an jedes Versprechen. Champ ist er auch nur gewonnen, weil er es mir ganz fest versprochen hatte. Pünktlich zu einer Verabredung zu kommen, sollte dagegen doch ein Kinderspiel sein. Musst du hier so einen Lärm machen, Alter? Was möchte der hier? Die ganze Energie hättest du mal in den Kampf stecken sollen. Da wäre sie nützlicher gewesen. Hä, erzähl mir was Neues. Ich mache mir wirklich Sorgen um Deleon, klar? Außerdem muss ich mir von jemandem wie dir keine Moralpredigt anhören. Wie soll dich in dem Outfit jemand ernst nehmen? Wow. Wenn du immer nur auf Äußeres achtest, wundert es mich nicht, dass du verloren hast. Voll gedisst. Und was den Champ angeht, der ist zum Rose Tower gegangen. Wieso das denn? Keine Ahnung warum, ich habe ihn nur zufällig an der Monrail-Haltestelle getroffen. Ich soll euch ausrichten, dass er sich etwas verspätet, weil er irgendwas im Rose Tower erledigen muss. Im Rose Tower ausgerichtet jetzt? Was will er da bloß? Sag mal Ness.
Könntest du uns vielleicht den Weg zum Rose Tower zeigen? Nickers und ich haben leider keinen blassen Schimmer, wie man da hinkommt. Du bist genau wie dein Bruder. Reicht man euch den kleinen Finger, wollt ihr gleich die ganze Hand. Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass sich wegen euch noch der Start des Finalturniers verzögert. Außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch. Immerhin habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Am besten trommel ich zur Verstärkung auch gleich Team Yell zusammen. Statten wir dem Rose Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Du bist der Größte, Nils. Vielen Dank. Jetzt wird rangeklotzt. Und zwar so richtig. Dieser Optimismus immer. Gut. Das wär's dann gewesen. Leute, denke ich mal, genau. Dann werden wir in der nächsten Folge uns den Rose Tower angucken. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.